Hey Freunde, ich bin's, euer Gamepad Hero. Und wir befinden uns hier vom Bunker. Super Song. Starten wir mal die Mission. Omas Bulldogge. Ich kann mir nichts unter dem Namen Omas Bulldogge vorstellen. Aber lassen wir uns doch einfach überraschen. Aus der Ferne mit Rossi Fremont verbinden. Okay. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst? Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Süß. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gern im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Nein. Dann mal los. Okay. Ziemlich nett hier. Hier könnte man einfach super Fußball schauen, also aber los, dann mal nein, rein. Stattdessen vielleicht finden wir was. Schauen wir uns hier einfach 20 Überwachungskameras, 20.000 Überwachungskameras aus Chicago an. Wunderschön. Einfach toll. Halten Sie das Tool mit JM Comsprite, bevor Sie öffentlich eine Straftat begehen. Legen Sie damit das Telefon eines Zeugen lahm, bevor diese die Polizei alarmieren kann. Ach so. Super. Werde ich bestimmt sehr oft und sehr dringend brauchen. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Hübsche Etagen. Bude. Wie kommen wir da hin? Wir nutzen die Kamera. Sieht echt super aus. Seh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Habe ich schon mal gesagt, dass ich einfach dieses beschissene Minispiel hasse? Wenn nicht, dann habe ich es jetzt getan. Ist an die Zähne bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht, da reinzukommen. Hey Mann, was hast du? Nett. Waffen. In all dem Müll. Und all den Gangstern hier. Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Dass der Fahrstuhl noch funktioniert. Grenzt schon fast an ein technisches Wunder. In seiner Bruchbude da. Ja, also, guckt euch das an. Das 18-Jähriger, ein 32-Jähriger. 19-Jähriger Dealer. Super berufliche Zukunft. Was geht denn da oben? Was, Alter. Ach so, Scheiße. Was guckst du denn so? Bist du als nächstes? Verpiss dich endlich. Alter.
Oh mein Gott. Ich kann es nicht mehr sehen. Super eingerichtet. Dann switchen wir mal von Camp zu Camp. Wir verstehen Ihre Zurückhaltung, aber Ihre Daten bringen Blumen zur Strecke. Das könnte uns bei nützen. Uns ist egal, wem die Stadt gehört. Das entscheiden Sie. Wir wollen nur das CTOS ausschalten. Okay. Alter. Alter. Super Ort für sowas. Viel Spaß, ich gehe dann mal weiter. Die hört man sogar noch 5 Zimmer weiter, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was die Entwickler so toll daran finden. Irgendwann ist es auch mal gut, es reicht irgendwann, man muss nicht ein und dasselbe System an jedem Drecksautomaten verwenden. Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Es sieht einfach so abgefuckt aus in diesem Drogenwaffenloch da. Das ist die Zukunft der Jugend von Chicago. Woo! Wieso laufen die ganzen Bildschirme? Ich verstehe es nicht. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Eric zu sein. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Badbug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Würdest du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldog? Die hässliche kleine Tülle? Fathead! Hey! Der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja, ja. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Quinn. Ich überließ Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste.
Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion, okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampelmann kann mir mal die Eier kraulen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. War wohl doch nicht so lustig. Alter, ist das ein kranker Bastard. Sonst noch was? Sympathischer Kerl. Ladebildschirm. Yay. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Bedbug, der wird für mich dabei gehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Super. Damit hätten wir das... Ah, wir haben hier noch... diese Aufnahmen von Bürgern. Aber was skillen wir? Was skillen wir? Was könnten wir skillen? Helikopter. Poller, nee. Geldautomat finde ich einfach nur unnötig. Holen wir uns lieber einen Akku. Schrot, finde ich. Wir haben noch 5 Punkte. Dann holen wir uns diesen Stealth Sprint am besten noch. Am besten. Und einen Punkt können wir uns wahrscheinlich nichts mehr holen. Ah doch, hier den Poller. Ja, dann nehmen wir den halt auch noch mit. Aber dann schauen wir uns jetzt erstmal ein paar Videos an. Was so in der Welt von Chicago passiert. Die Kamera des Dustbot NX1701. Glaube ich, ein Staubsauger. Okay. Ein Huhn, alles klar. Ein Huhn. Mitten in einem Haushalt Chicagos. Das wird immer komplizierter. Die Kuckerhut. Solange sich dem hier noch die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Ein Koch. Er wird Fehler machen. Ich kenne ihn. Alter. Ich muss Geduld haben. Und als erstes. Das ist eine Hand. Und er schneidet jetzt. Alter. Ah, hat er sich wohl Fingerfood gemacht. Ich habe die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sah mir ganz nach Hayden Pierce aus. Bist du bei Nicky? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war
Fall ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na, die IP-Adresse. Ja, da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nikki reden. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey, es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nikki, glaub ihm. Sein Gefasel nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich habe keine Geheimnisse. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, habe ich dir weh getan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nikki übrigens auch. Okay. Übrigens, geiler Bildschirm. Voll die Action hier. Was macht die Alte? Irgendwie läuft auf allen Bildschirmen das Gleiche. Aber naja, dann beende ich diese Folge hier und sage tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ubisofts Watch Dogs. Tschüss.